Die Nationalmannschaft ist für ihn Geschichte. Und so heißen seine Kollegen in der Länderspielpause nicht mehr Müller, Podolski, Hummels und Kroos, sondern Xabi Alonso, Dante, Mitchell Weiser und Rafinha. Auch der Trainer ist nicht mehr Jogi Löw, sondern Pep Guardiola. Doch Philipp Lahm präsentiert sich nach den freien Tagen bestens gelaunt, die Nationalmannschaft abgehakt und so absolviert er mit seinen Vereinskollegen eine lockere Einheit. Mit dabei auch Sinan Kurt, der erst 18-Jährige kam vor der Saison von Gladbach zum Rekordmeister. Derzeit kommt Kurt in der U19 zum Einsatz und erzielte bei seinem zweiten Spiel gegen den VfB Stuttgart einen Doppelpack für den FC Bayern. Neben den Trainingseinheiten mit der ersten Mannschaft stand Kurt auch bereits beim Paulaner Cup mit den Profis des Rekordmeisters auf dem Platz. Es gilt sich zu beweisen. Gelingt ihm das, dann sind solche Einheiten unter der Leitung von Pep Guardiola bald keine Seltenheit mehr.